Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video zum Thule Legend GoPro Case. Und in dem Video wollen wir uns einmal angucken, was dieses GoPro Case alles bietet und was alles reinpasst. Ja, das Legend von Thule ist sehr modern gestaltet, vor allen Dingen die Farbakzente über die Schnalle hier oben und über die Reißverschlüsse machen einen sehr modernen und sehr, sehr schicken Eindruck. Das Case ist sehr stabil. Die Hartschale wird die GoPro, die ich hier drinne lagern und transportieren werde, sehr, sehr gut schützen. Und im Innenleben haben wir prinzipiell hier das Organisationsfach, das grundsätzlich rausnehmbar wäre, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann es aber auch mal sauber machen ohne Probleme. Und wir haben im Deckel hier oben noch zwei kleine Reißverschlussfächer, in denen ich ebenfalls nochmal flache kleine Materialien lagern kann. So, was passt alles rein? Die Frage ist sicherlich schnell beantwortet. Eine GoPro sollte auf irgendeine Art und Weise hier hereinpassen. Wahrscheinlich bei mir jetzt hier einmal falsch rum aufgesetzt. Gut, dann legen wir sie halt verkehrt rum rein. Genau. Eine GoPro passt rein, zumindest falls man sie auf die richtige Art und Weise installiert. Dann ein Zusatzakku sollte kein Problem sein, den hier oben unterzubekommen. Ich bekomme natürlich auch, wenn ich möchte, hier zwei Akkus nebeneinander in die Tasche herein. Und ansonsten vom Kleinkram her, egal ob das jetzt irgendwelche Klebepads oder ähnliches sind, kann man auch stecken lassen. Die offene Casehülle, naja, die passt nicht ganz rein, beziehungsweise die ist eigentlich zu hoch. Da werde ich das Ganze nicht mehr doch zukriegen, tue ich. Die offene Casehülle würde auch hier reinpassen. Der große Akku, dieser Zusatzakku sollte hier, den besitze ich nicht, der sollte hier ohne Probleme hereinpassen. Und ansonsten jede Menge Kleinzeugs könnte ich hier drinnen verstauen. Das kannte ich aber auch im Deckel verstauen. Insgesamt muss man sagen, platzmäßig ist das wirklich die kleine Variante, ist aber auch mit unter 20 € sehr günstig. Ja, also hier kriegt man nur das Nötigste rein. Wenn man mehr möchte, muss man sich die größere Variante von Thule holen, die es insgesamt ansonsten auch gibt. Und das war es im Endeffekt schon zu diesem kleinen Video. Ich zeige noch einmal die Rückseite, wie die Dinge aussieht. Also auch sehr schlicht und sehr modern gehalten, aber mit dem schicken Farbakzent. Das war's mit diesem kleinen Video. Die Thule Legend GoPro oder das Thule Legend GoPro Case ist ein schickes GoPro Case. Ich kriege die Kamera rein, ich kriege ein bisschen was an Zubehör rein. Ist jetzt nicht die Welt, ist nicht extrem viel, aber für eine kleine Tour ist es gut. Ich habe alles sicher verstaut, ohne dass es nass wird oder ohne dass es dreckig wird und muss mir hier keine weiteren Gedanken machen. So, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen Video. Und wer Fragen oder Anregungen hat, kann die gerne in den Kommentaren drunter einmal stellen. Ansonsten allen einen schönen Tag und bis bald.